Guten Morgen YouTube, hallo Internet und willkommen bei Alice19 hier auf der Karte Felsbrunn. Wir sind im Let's Play. Ja, mit dem Ausreiten gestern hat Folgendes gebracht, 67% und von der Pflege her braucht noch ein bisschen was. Harry hat noch 0, aber ich wollte auch Todd eigentlich dann nochmal. Jetzt geht das Striegeln noch, siehst du? Irgendwie beim letzten Mal nicht. Und das Umbenennen weiß ich jetzt gar nicht. Das geht ja irgendwie, aber... Ah, da. Dieses wird einen Namen geben. Todd. Und ihr hattet ja vorgeschlagen. Tja. Jetzt weiß ich nicht, ob du Hafer mit V oder mit F geschrieben hast, aber ich meine, es war... mit F. Deswegen vernehme ich es auch so. Bedem. Gut. Treues Pferd. Wir müssen weitermachen. Wir haben die Miete im Nacken. Der war abgetankt, ne? Ja. Schon wieder voll. Dann haben wir jetzt ein Problem. Ich lasse den Helfer mal drin, weil ich auch schauen wollte, wie lange der sitzen bleibt, weil beim letzten Mal sofort weg war. Wäre nochmal interessant. Gucken jetzt nochmal nach den Preisen. Finanziell. Wir hätten doch schon was eingenommen, da wollte ich nochmal gucken. Was war da eigentlich hier? 2578, ja, nicht die Welt, ne? Naja, immerhin. Für die Spieldauer passt das doch. So. Rüben. Hier sind sie. Beste Preis ist aber schon gefallen. Wahrscheinlich, weil wir das hingebracht haben. 2,59. Mal markieren. Ich fahre es gleich rüber. Blinkt er noch da hinten? Nee. Das ist der Helfer jetzt raus. Aber ich finde es gut. So sparst du Geld, ne? Was soll er so lange rumsitzen? So, am besten, wir fahren links im Hoch rum. Und die nächste wieder rechts. Ja, da vermisse ich jetzt Cosplay. Aber die Entfernung gehen hier noch. Ist nicht so wild. Vielen Dank mal für die vielen Tipps mit der Pflegebereifung. Da habe ich ein bisschen was dazugelernt. Klar, im Spiel ist es eigentlich null relevant. Ne? Da kannst du auch Gewichte ohne Ende dranhängen. Aber wir wollen ja schon so ein bisschen realistisch spielen. Und von daher. Vielen Dank für die tollen Kommentare von euch. Und so wie die Felder abgeerntet sind, sollten wir auch mal eine Mission annehmen. Ich soll mal ein bisschen Geld dran kommen. Ich fahr mal drüber. Über Stoppschild. Das war ja echt nichts zu sehen.
Hatte wer von euch schon das Spiel geholt? Einige hatten nämlich geschrieben. Ach Quatsch. So, eins weiter. Hatten schon geschrieben, dass es quasi jetzt am Tag vorher schon bekommen haben. Im Markt ihres Vertrauens. Das brauche ich auch so war ruhig mal dazu schreiben. Ich werde heute noch mal in den Markt stiefeln und wollte mir noch die PS4-Version holen dazu. Ja, sorry, das ist aber, wenn ich quatsche, dann... Wohl so Wegfindung ist nicht so meins. Aber wenn wir ein bisschen auf der Karte sind, kriege ich das auch hin. Wie geil einen dann so hochspringen, wenn man ein bisschen schneller irgendwo drüber fährst, ne? Mit dem Sitz. Das sieht geil aus. Einfach nur toll. Gefällt mir echt gut. Gedanke ist noch, ob wir uns dann so ein bisschen was aufheben, vielleicht von den Wurzelfrüchten für die Schweine später. Wäre nochmal eine Option, dass wir sagen, wir holen uns Schweine dazu. Mit den Pferden, dass wenn wir jetzt erstmal bei zwei belassen, denke ich mal, und dann neues, wenn eins verkauft wird. Aber es ist schon mühselig da, also schnell Geld zu verdienen, ne? Da musst du wirklich auch dann ständig dranbleiben. Das Baumwollfeld hier ist auch krass von der Größe. Ja, und später, wenn wir nochmal ein bisschen Geld über haben, weiß, viele glauben nicht dran, dass es dazu kommt, sondern es wird schon die Pleite des Hofes vorausgesagt, aber wir schaffen das schon. Würde ich auch noch einen kleineren Traktor dazu nehmen. Ich fahre gerade einen Umweg. Mist. Man weiß, was wir schon mal hier sind. Ich wollte gerade, müssen wir nochmal spritzen jetzt in der Zeit, den nochmal striegeln, ne? Ja, für den Striegel müsste ich auch die Pflegebereifung noch drauf lassen. Nee. Gut. Und zwar wollte ich mal gucken, wir haben zwar den kleinen Anhänger noch, aber so in einer Kombination. So, der kann ja, den haben wir ja noch, ne? Ich glaube, da kannst du, 8000 immer, 12000. Okay. Gar nicht mal schlecht. Aber ob wir noch einen zweiten Drehschimmel dazu nehmen. Das wird, glaube ich, von der Zeit her dann einfach, das macht schon Sinn, einen zweiten zu haben. Und so die Kosten sind es jetzt auch nicht, da kommt es auch nicht mehr drauf an. Felgenfarbe hatten wir, glaube ich, dieses Gray. Designfarbe. Könnten wir rot nehmen. Dann passt das so ein bisschen wenigstens zum Traktor. Der andere ist zwar jetzt blau, aber den können wir gleich nochmal umfärben. Und die Hauptfarbe? Aber geht die auch rot? Also wird auch rot gehen, okay. Da stehen jetzt aber keine Designs dabei von Traktoren. Aber man macht einen ganz grünen. Machen wir es so.
Preis war 10.750 Liter. Ja, ich. So die Riesenteile sind es jetzt auch nicht, ne? Aber ich kaufe den jetzt mal. Weil zwei Stück davon ist doch ganz nett. So. Und der kriegt jetzt noch ein grünes Verdeck. Konfigurieren. Hauptfarbe ist richtig. Designfarbe. Zack. Farbe ändern. So. Müssen wir mal gucken. In der Werkstatt soll wohl noch eine Kiste sein. Eine Werkzeugkiste, aber ich meine, das war früher eine Mod. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob die jetzt von LS selber war. Aber ich gucke gerne mal nach. So, ich versuche mal, das hinzukriegen ohne. Jetzt extra den Traktor drehe. Passt. Und wir beide aufmachen. So. Ja, auf der PlayStation wollte ich dann mit der anderen Karte anfangen, dass das dann parallel läuft, ne? Dann kann man sich die auch mal so ein bisschen anschauen. Und dann geht es später mit Abstimmung, ob wir nochmal eine neue Karte anfangen, wenn die ersten vernünftigen Mods draußen sind. Na, ich will die Wiese nicht so kaputt fahren. Habe ich jetzt nur von Weitem das Blinken nicht gesehen, das ist da noch drin. Okay. Ich nehme alles zurück. Aber eine Pause steht mir auch zu. Oder ihr. Nein! Oh, nicht schon wieder. Nächstes Mal dann denken, dass ich. Dann einfach den Helfer dann rausnehme. Hatte sonst keinen Wert. Mir zerstört der Helfer anscheinend nicht die Frucht. Zumindest setzen das Gras nicht zurück. So, kümmern wir uns mal ums Pferd. Nochmal aufmachen hier. Oder so. Also manchmal ist er ein bisschen störrisch. Wobei ich jetzt noch den aktuellen, also soll er diesen neuen Patch geben, den habe ich jetzt noch nicht drauf, muss ich dazu sagen. Guck ich, komme ich. Geht nicht. Das ist schon weggelaufen. Ich war gerade hier am Suchen.
Geht auch nicht. Doch, jetzt. Harry geht, okay. Na gut, da muss ja auch ein bisschen ausgeritten werden. Ist auch ein schönes Pferd. So, komm her, bevor wir umgefahren werden. Ich würde schon ganz gerne mal da zum Schloss hoch. Ich meine, dann könnten wir wenigstens mal sagen, wir haben das Pferd ein bisschen bewegt, ne? Helfer ist 80%. Ja, fein. Ich weiß gar nicht, ob so Kopfsteinpflaster viel schneller sollte man dann wahrscheinlich gar nicht reiten. Dass man auf die Anzeige achten, wenn man die 100% hat. Den vollen Kontern. Gut, dann musst du mal kurz hier stehen bleiben. Andererseits weiß ich noch nicht, wie ich jetzt hier wieder hinkommen soll. Obwohl, ja, muss ich mit dem Auto sonst hochfahren. Okay. Und jetzt ist der Helfer draußen. Komisch, ne? Steht auch halt außerplanmäßig beendet. Also vielleicht liegt es dann daran, wenn man dann reinspringt. Alles nur Vermutung. Theoretisch könnten wir mit der Pflegebereifung auch drüber fahren, aber... Die Anhänger haben ja keine. So, gut, lassen wir mal laufen. Das überladen. So, dann kommen wir jetzt komplett näher. Und einmal neu ansetzen. Helfer zickt rum. Ich denke mal, weil die Gerätschaften nicht an sind. Nee, hat nichts zu tun. Dann ist es, weil jetzt hier kein Kraut da ist, dass man sagt, hey, hier ist doch nichts. Und jetzt? Das ist echt interessant. Noch ein Stück weiter. Aber ich schwenke nochmal zurück. Den machen wir an und setzen den runter. Kann die Hüten will ich mitnehmen. Und jetzt wollen wir mal versuchen. Ja, das ist da echt klar nicht, ne? Unser Pferd ist schon zurück, oder?
Nö, der steht da oben noch. Da muss ich jetzt hinhechten. Ich kann da nicht alleine stehen lassen. Ich gucke aber mal ganz kurz hier nach der Werkzeugbox tatsächlich. Tatsächlich. Ist das die hier? Ominöse, um umzubasteln. Ich meine, wir können es jetzt eh nicht. Ich mache es auch nicht. Ich will nur wissen, ob es geht, ob es die richtige ist. So. Lassen wir mal hier stehen. Das testen wir dann. Und keine Ahnung. Wo bist du? Ja, fein, Harry. Das ist doch nett. So, komm, hopp. Ja, Galopp ist zu schnell. Gut. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Ich bin erstmal raus und heute kommt bestimmt noch was. YouTube. Viel Spaß beim Selbstspielen und vielleicht sehen wir uns ja trotzdem nochmal. Macht's gut, ciao.